Päckchen mit den Dingern. Ey, hier sind ja alles voller Android. Alter, was geht denn hier ab? Da hat eine die. Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Alien Isolation hier auf meinem Kanal. Ich habe wieder ein bisschen rumgeschraubt an der Audioqualität und an der Videoqualität und ich hoffe, es ist zufriedenstellender als die Parts vorher. Jawohl. Auch für die Leute, die nur meine Alien-Videos verfolgen, ich habe eine neue Kamera, die Logitech Prio Schieß mich tot 4K Streaming Edition oder so. Ich hoffe, euch gefällt die Qualität. Ist 90 Grad Weitwinkel und man sieht einfach viel mehr, ne? Okay. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben. Wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Wir haben es in den Aufzug reingeschafft und konnten danach eigentlich gerade abspeichern. Und schauen wir doch mal nach. Gehen Sie zu Sevastopol Skimmelturm. Da müsst ihr hin? Hä, jetzt muss ich ja doch wieder den Aufzug... Oder muss ich jetzt den nächsten Aufzug nehmen? Ist das dein Ernst? Oder bin ich in den falschen gestiegen? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich wird auch heute nur dieses eine einzige Video online kommen, weil ich beim Umzug meiner Eltern helfen muss. Aber wir haben es jetzt, wie viel Uhr haben wir es denn jetzt? Wir haben es jetzt 11 Uhr und ich wollte auf jeden Fall jetzt noch ein Video aufnehmen, dass ihr nicht am Sonntag ohne Video dasteht. Genau. Und an dieser Stelle will ich auch nochmal auf das Video hin verweisen, wo ich den Livestream ankündige und würde mich über jegliche Abstimmung da drin, würde ich mich natürlich freuen, ne? Eine Infokarte auf Alien Isolation oder The Solus Project. Wie gesagt, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da abstimmen würdet. So. Geht das mal auf? Okay, jetzt. Komisch, ich... Ah doch, jetzt geht's gerade zum Turm. Ich möchte mich auch an dieser Stelle nochmal bei euch bedanken. Ich muss ein bisschen leiser reden, meine Freundin ist nebenan wieder am Schlafen. Pipapo. Ihr kennt es vielleicht schon, genau. Deswegen gehe ich jetzt nicht gerade voll ab. Ich möchte mich aber an der Stelle nochmal ein bisschen bedanken. Ich kriege wirklich jeden Tag wirklich geiles Feedback von euch und ich finde es halt wirklich mega geil, dass ihr halt meine Videos verfolgt und das ist nicht selbstverständlich. Ich meine, ihr opfert eure Freizeit dafür, euch vor ein Laptop oder Handy oder vor das Tablet zu setzen, um mir beim Zocken zuzugucken. Also an dieser Stelle mal ein riesiges Dankeschön an euch und das motiviert halt wirklich mega, wenn ich von euch Kommentare, positives Feedback in Form von Likes oder so bekomme. Ja. Aktivität an den Terminals im oberen Bereich von Six and Synthetics. Rip, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ricardo, Sie müssen sich konzentrieren. Sie haben jetzt das Sagen. Das Sagen? Das Sagen über was? Ein Raum voller Leichen? Das ist doch alles absoluter... Ich guck schnell nach, wo wir lagen müssen, dann kann ich mal loslaufen. Ah, das steht noch gar nicht. Konzentration, Ricardo. Wenn Samuels mit Apollo kommuniziert, kann er die Androiden abschalten und dann ist alles vorbei. Das wäre natürlich geil, wenn wir die Androiden endlich abschalten könnten. Die Nerven, die gehen so auf den Sack. Das ist unglaublich. Die gehen wirklich sowas von auf den Sack. So, wo müssen wir denn lang? Da. Nehmen Sie, okay, gut. Dann müssen wir hier lang. Warte, hier war doch noch was. Eine Ausweiskarte. Easy, die können wir vielleicht gebrauchen. Ich genieße es gerade richtig rumrennen zu können, ohne dass ein Alien von der Decke springt. Das finde ich gerade richtig geil. Hier lang, ne? Okay. Ah. Da geht's lang. Also die Videoqualität von der Facecam ist jetzt nicht auf 4K eingestellt, logischerweise, weil das würde ja den Speicherplatz der Videodatei ins Unermessliche drücken. Aber die ist jetzt gerade auf, was ist denn die jetzt? Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube, ich habe 2440 oder irgendwie so. Aufzüge sind außer Betrieb. Scheint, als hätten die Sixen was gegen ein herumschnüffelndes Modell von Weyland-Yutani. Wie komme ich jetzt nach oben? Sie müssen klettern. Es gibt da irgendwo einen Wartungsschacht, der zum Aufzug führt. Das ist eine Anspielung auf die Alien-Filme, wer es erkennt. Wer weiß, was ich meine, kann es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ganz ehrlich, das ist eine wirklich geile Anspielung.
So, wo müssen wir hin? Was hat er gesagt? Ich habe jetzt gerade gar nicht zugehört, leider. Klettern Sie durch den Aufzugsschacht zum oberen Labor. Ich nehme an, dass wir... Ah nee, doch, wir können den Plasmaschneider einfach benutzen. Vielleicht mache ich auch heute noch ein zweites Video, je nachdem, wie ich einfach noch Energie habe nach dem Part. So. Zugangscode eingeben, den haben wir natürlich gar nicht. Den kriegen wir sicher aus dem Computer. Verpasst auf jeden Fall nicht auch das neue Projekt auf meinem Kanal von The Solus Project. Das ist wirklich ein geiles Spiel und ich würde mich da über mehr Zuschauer würde ich mich auf jeden Fall noch freuen. Das Spiel ist mega. Freue ich mich richtig immer wieder, wenn ich da einen Part machen kann. Ah, der Code lautet 8382. Sehr schön. 8382. 8382. 8382. So. 8382. Willkommen. Was haben wir hier am Boden? Ein bisschen Schrott. Da müssen wir rein. Sonst nichts zu holen, ne? Ja, alles gut. Sehr schön. Oha, wo sind wir denn hier gelandet? Okay. So, dann denke ich mal hier hoch. Ich höre Geräusche. Das ist nie gut. Oh! Nein! Oh, jetzt habe ich mich richtig erschreckt. Shit. Als ob so ein Fahrstuhl einfach runterfallen könnte. Ich meine, heutzutage ist das schon total unmöglich. Und, die sind ja noch ein paar tausend Jahre nach uns. Naja, wie dem auch sei. Geht die Tür auf? Als ob. Wo muss ich denn jetzt lang? Ach, da oben. Ich bin mal gespannt, wie die Audioqualität heute ist, weil ich nehme das jetzt direkt mit Audacity auf. Mit dem Programm kann man halt wirklich, ist es gratis, mit dem kann man halt wirklich gut die Stimme bearbeiten, beziehungsweise das Rauschen entfernen und all so Zeug. Ich habe mega Angst bei so Lüftungsschächten, dass wir dem Alien begegnen. Aber ich glaube, das würde nicht einfach so, wie gesagt, hinter so einer Ecke einfach auftauchen. Androiden. Ich mag keine Androiden. Scheiße, ey. Habe ich schon erwähnt, dass ich keine Androiden mag? Wenn man den nicht plündern... Also wenn man den nicht... Ah, nee, ich dachte jetzt. Der greift sicher nach uns. Seine Augen sind sogar am Leuchten. Ah, nee. Alles gut. Doch. Ich hab's gewusst. Ah, verdammt. Dieser Bastard, ey. Easy. So. Ricardo, ich bin hier. Sieht aus wie ein Friedhof für Syntheten. Hallo? Gott, geht's dir gut? Okay. Bindemittel? Hier drin scheint alles... Da steht ein Android. Nee, Mann. Ich habe keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Vor allem dafür will ich keine Munition verschwenden. Und die Elektroschocker, krieg das irgendwie nicht richtig hin mit den Dingern. Ey, hier sind ja alles voller Android... Alter, was geht denn hier ab? Da hat einer die Androidenleichen gesammelt. Was für ein Soziopath war denn hier am Werk gewesen? Guck dir das mal an. Ich schalte mal den Generator an. Drücken Sie A. Ich drücke A, ich drücke A. Ich drücke A. War das nicht so, dass ich bei der Tastatur hier einen anderen Knopf drücken musste? War das nicht so?
Ah, es war E gewesen, genau. Oder R? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich gedrückt habe. Was hat das jetzt gebracht? Irgendwas wird schon gebracht haben, schätze ich mal. Am Ende stehen jetzt alle Androiden auf. Ich mag die Geräusche nicht, die man manchmal hier im Hintergrund hört. Ich glaube, wir müssen hier wirklich mehrere einschalten. Was ist denn das jetzt für eine... Ne, warte, nochmal. Hä? Nein, ich Depp! Oh. Als ob. Jetzt funktioniert gar keine Taste. Jetzt habe ich D gedrückt. Okay, vielleicht ist es D gewesen. Ich weiß es nicht mehr. Jetzt habe ich einfach Flammenwerfer-Munition verschwendet. Ich... Guck dir den an. Die sind irgendwie eingefroren oder so. Die Tür hier ist durchgebrannt. Ich kann nicht näher an sie rangehen. Finden Sie einen Weg durch die elektrisierte Tür. Mein Gott. Energieniveau zu hoch. Muss ich noch mehr von diesen Generatoren einschalten? Wir hätten hier noch einen Computer. Könnten wir da mal gucken? Hier freigeben. Nee, da steht nichts. Leitender Sixen, Angestellter Ransom hier. Ich bin gerade aufgewacht und auf einmal stand ein Hiwi in meiner Suite. Als ich ihn fragte, was er will, hat er sich auf mich gestürzt. Ich musste mein eigenes Apartment verlassen, verdammt. Senden Sie Ihren besten Techniker zum Apollo-Kern, um herauszufinden, was zur Hölle vor sich geht. Sofort! Die Dinger müssen unter Kontrolle gebracht werden, und zwar zackig. Mhm. Das ist D auf jeden Fall. Gut. Nein, unsere Taschenlampe ist leer. Wie konnte man nochmal die Taschenlampe aufladen? Als ob! Nein! Komm schon. Oh, das funktioniert nicht! Mann! Dieser scheiß Elektroschocker! Gib doch nochmal her! Ich knall den ab, ist mir scheißegal, komm her. So, das war's. Kurzer Prozess. Ich hoffe, das war der einzigste gewesen. Wie lädt man denn nochmal die Batterien bei der Taschenlampe auf? Ah, so. Ich weiß nicht, was ich gedrückt habe. F und dann irgendwie Mausrad oder so. So, jetzt probieren wir es nochmal. Tür verschlossen. Oh, jetzt ist gut. Ja. Irgendwie habe ich es hingekriegt. Keine Ahnung. Hey. Da will uns einer verarschen. Nicht mit mir. Ich brauche Zugang zu Apollo. Öffnen Sie umgehend den Transitor. Apollo Transit ist ausschließlich leitenden Angestellten von Sixen und Syntheten vorbehalten. Okay, dann muss ich irgendwie einen Weg finden, direkt mit Apollo zu sprechen. Biologische Gefahren, Eindämmungsstufe Omega. Alle Berechtigungen widerrufen. Ich habe für sowas keine Zeit. Huhu, der macht den ja richtig fertig. Als ob! Das ist ein Mensch! Der geht ja richtig ab, der kennt ja gar nichts. Richtig geil. Okay. Finde ich cool. Finden Sie Samuels. Okay, das schaffen wir. Den sollten wir irgendwo finden. Sehen wir den schon auf der Karte? Ist das der, den wir gerade angeguckt haben? Die Namen kann ich überhaupt nicht zuordnen. Ich habe immer Probleme mit Namen. So. Ich habe halt echt Angst, dass die Androiden, die hier einfach rumstehen, kurzen Prozess mit uns machen. Was hat denn der so dabei? Nicht wirklich viel. Okay. Ich nehme an, dass wir von hier die Tür da hinten aufmachen müssen.
freigeben. Nee. Auch nicht wirklich. Das ist ungefährlich, oder? Ja, ja, das ist sicher ungefährlich. Aber ich laufe nicht genau durch die Mitte durch, das wäre mir zu krass. Okay, die Tür ist verschlossen. Was ist denn jetzt los? Entkommen Sie aus dem Ausstellungsraum der Syntheten. Vielleicht muss ich jetzt an den Computer? Ich glaube... Warte, ich gucke nochmal schnell. Ansonsten hat sie sicher irgendwo einen Lüftungsschacht oder so. Nein. Wo muss ich denn lang? Hä? Gibt's in der Decke irgendwo was, wo ich reinklettern könnte? Hier? Nee. Das ist einfach ein Sensor, okay. Wartet mal. Die geht ja auch nochmal auf. Ja, nee, ich kletter jetzt sicher nicht nochmal zurück. Ein Rätsel. Ich glaube, wir müssen an den Computer hier was machen. Ich will nochmal reingucken, was da jetzt so ist. Was haben wir denn hier, privat? Pläne für heute Abend. So, ich muss... Okay, das ist eine Verabredung. Das ist auch nicht wirklich was. Was haben wir hier? Steht aber auch nichts wirklich. Nur die Termine jetzt für den Ausstellungsraum hier. Mann, wie komme ich denn hier raus? Was haben wir hier? Ethanol? Können wir die Tür aufsprengen? Nee, das hat noch nie funktioniert. Das funktioniert auch nicht. Scheiße. Die sind wirklich nur so zum Dastehen, die greifen uns nicht an. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Wie komme ich hier raus? Stelle ich mich jetzt echt so dumm an? Das wäre jetzt lachhaft, wenn ich bis zum Ende vom Party nicht auch den Raum rausschaffen würde. Ich weiß es nicht. Am Computer kann man nicht viel machen. Aber das ist ja eigentlich auch das Offensichtlichste, dass man hier mit dem Computer was machen muss. Hier stehen nur ein paar Nachrichten, private Nachrichten. Bringen Sie zum Ausstellungsraum, aber... Nein, da ist nichts. Auch beim Freigeben ist nichts. Hier ist nichts. Ich kann nichts drücken. Termine für den Ausstellungsraum. Freitag Date Night. Mitarbeiter. Keine Ahnung. Ich kann's nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Kann man hier irgendwas aufheben? Eine Schlüsselkarte oder so? Das hier ist so eine Art Bar? Ich muss sicher nicht zurücklaufen. Ganz sicher nicht. Also ich gucke mir jetzt mal die Wände genau an, ob sie irgendwo einen versteckten kleinen Lüftungsschacht hat. Die sind ja manchmal echt ein bisschen unsichtbar, fast schon. Das ist auch nichts, da auch nicht. Hier auch nicht.
Nein, auch nicht. Haben wir ein Buch? Hä? Als ob? Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Als ob da so ein Knopf ist, um die Tür aufzumachen. Nee, ich depp. Ja gut, ey, der war aber auch wirklich versteckt gewesen. Sie haben keinen Termin. Bitte was? Oh Mann. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Kommen die jetzt? Nicht, gell? Wo müssen wir hin? Ah, in genau die andere Richtung. Oh gut, wir können speichern. Sehr schön. So. Leute, ich glaube, an der Stelle tue ich den Part beenden. Wir sind bei 22 Minuten, vielleicht 23 Minuten angekommen. Ich hoffe, euch hat der Teil gefallen. Wir sind halt ein bisschen lange jetzt in dem Ausstellungsraum rumgelaufen, aber naja, das kann ja mal vorkommen. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich über ein positives Feedback natürlich wie immer freuen. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, habt noch einen schönen Abend. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao.